Kurzer Check, ob alle sind, wo sie sein sollen. Ja, sieht gut aus. Dann springen wir doch mal weiter. Wir haben ein Geschäft, wo wir aber keinen Scrap Metal für haben. Und ein Distress-Signal. Da wollten wir hin. Sprung. Hilfe, unsere Schilde sind unten und wir wissen nicht, wie lange wir aushalten können. Das Ganze passiert in einem Asteroidengürtel. Wir können versuchen, unsere Schilde auf deren Schilde auszuweichen. Den Trick kennt man ja aus Star Trek recht häufig. Und das probieren wir einfach mal. Wir haben ja genug Hülle. Wusch. Schaden kam ja schon mal rein. 3, 4 Punkte. Und wir schaffen es nicht, das Schiff zu retten. Dafür kriegen wir deren Schrott. Okay. Wir haben da noch ein Geschäft. Da noch ein Notsignal. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Eventuell die Drohne da, weil die bringt fast gar nichts. Wenn, hätte ich gerne die Mark II davon, also die zweite Stufe davon. Das heißt, die beiden könnten verkaufen, aber es bringt trotzdem nicht so viel. Nee, komm. Except, wir springen erstmal irgendwo anders hin, um ein paar Scraps zu verdienen. Und dann vielleicht dahin. Also wir müssen in der Nähe bleiben. Aber da ist kein Hilferuf. Ich würde doch schon gern zu dem Hilferuf da unten. Und es ist auch Sektor 7. Danach kommt nur noch ein Sektor und da gibt es, soweit ich weiß, keines. Doch, da gibt es auch Stores, aber die sind seltener. Na komm, wir springen dahin. Da ist jemand in Not. Wow, wir haben ganz viele extra Optionen. Aber erstmal gucken, was es genau ist. Das Notsignal kommt von einer kleinen Station, die um einen unbewohnten Planeten kreist. Das Satelliten-Defense-System, also das Schutzsystem, ist durchgedreht und die Repair-Crew kann sich ihr nicht nähern, ohne angeschossen zu werden. Wir könnten mit unserer Ionenwaffe das Defense-System lahmlegen oder wir könnten uns einfach mit unserer Tarnvorrichtung anschleichen. Benutzen wir das Tarnsystem. Wir benutzen unser Tarnsystem, um das Defense-System, um zu verhindern, dass das Verteidigungssystem uns angreift. Sobald wir nah genug dran sind, können wir das System deaktivieren. Sehr schön. Eine Rakete, eine Drohne und 66 Scrap Metal. Jetzt hätten wir genug für das Geschäft. Aber bis wir da sind, sind die Rebellen auch da. Also springen wir mal hier schnell weiter. So, eine gegnerische Drohne, die uns aber noch nicht entdeckt hat. Oh nein! Das ist ein Transporter. Und wir können uns tarnen und gucken, was er dabei hat. Oder es gleich angreifen. Gucken wir mal, was wir dabei haben. Oh. Wir sind jetzt um das Schiff herum und sind gleich zur Station gegangen. Da habe ich mich verlesen. Na gut, aber wir haben trotzdem 33 Scrap Metal bekommen und einen Ionenblaster Mark II. Gucken wir mal. Was machst du denn Schönes? Du hast eine Charge Time von 4 Sekunden. Also schießt dreimal so schnell wie unsere Laser. Verursacht aber nur einen Ionenschaden. Ist aber recht schick, um was lahmzulegen. Braucht aber 3 Power. Das ist mir viel zu viel. Nö, das wird vertickert. Wenn wir denn irgendwo noch einen Händler finden. Sprung. Wir springen mal dahin, dann dahin, dann dahin. Sprung, so. Schon lange kein Kampf mehr. Also ja, ich bin gerade einem ausgewichen, aber... Wir finden eine Engi-Kolonie, die sich auf der anderen Seite des Mondes versteckt. Sie sind dabei, eine Ausrüstungsbox von dem Föderations-Mentis-Krieg zu bergen. Und sie sagen, dass man damit eventuell die Rebellenflotte anlocken könnte. Also wir können entweder Sachen für uns selber mitnehmen oder wir könnten da eine Bombe ranbasteln, dass die Rebellen in die Luft fliegen.
ich nehme lieber das ganze Zeug mit. 53 Scrap und eine Repair-Drohne, die wir auch noch verkaufen können. Jetzt brauchen wir nur echt noch einen Händler. Und wir finden wieder mal eine Waffe mitten im All schweben. Und 30 Schrott. Die Waffe macht was? Eine Feuerbombe. Oh, das klingt praktisch. Kann man anscheinend auch direkt rein teleportieren und dann brennt es da irgendwo. Braucht aber zwei Power. Ne, das mit meiner Ionenbombe besser. Damit können wir das ganze System gleich lahmlegen. Das Feuer wird wahrscheinlich eine ganze Weile brauchen. Also ne, wird auch verdickert. Und können wir noch vorher dahin? Ich glaube nicht. Also springen wir zum Ausgang. Und wir können uns hier reparieren. 5 Schaden reparieren für 10 Scrap. Das müsste hinhauen. So, fast voll. 244 Scrap über. Und wir können jetzt in den nächsten Sektor springen. The Last Stand. Und das ist das unsere Flotte. Ihr kommt in dem Herz der Föderationsflotte an. Unsere Zugangsdaten werden überprüft. Und wir kriegen eine direkte Verbindung zum leitenden Schiff, Admiral Tully. Tully, der sagt mir auch was. Den kenne ich aus einem anderen Spiel oder Film. Na gut, er spricht uns an. Was bedeutet das? Wer seid ihr? Wir erklären unsere Mission. Eure Erklärung wird mit Gemurmel von Zynismus und Disbelief, also die vertrauen uns nicht oder die glauben uns nicht, bei den Offizieren begrüßt. Eine General Turzel von der Engi-Brigade sagt, die Information suggeriert einen möglichen... Was? Suggeriert einen möglichen Counter, also eine Möglichkeit, es zu bekämpfen, der Rebellentechnologie. Alles riskieren oder niemanden sichern. Okay. Wir sagen ihnen, was die Schwachstelle ist, nämlich das gegnerische Flaggschiff. Okay, damit wäre es geregelt. Wir werden euch ausrüsten und unsere Stationen werden offen sein für Hilfe. Gut. Jetzt springen wir. Wir haben jetzt eine neue Karte. Wir sehen hier das gegnerische Flaggschiff. Wir sehen hier Repair-Stationen, wo wir kostenlos repariert werden können. Und hier sehen wir Punkte, die nach und nach von den Rebellen übernommen werden. Das heißt, von denen müssen wir uns fernhalten. Wir kriegen hier sehr, sehr viel Scrap sehr, sehr schnell zusammen. Der Haken ist halt nur, wir können es nicht mehr so sehr ausgeben. Und ich habe, glaube ich, hier noch keinen Store gesehen, nur einmal einen. Was recht ärgerlich ist. Aber gut, wir müssen außerdem dafür sorgen, dass das Flaggschiff nicht zu nah an unsere Base rankommt. Sonst haben wir sofort verloren. Also machen wir uns mal auf in deren Richtung. Die erste Version von dem Flaggschiff ist auch nicht so schwierig. Es gibt mehrere. Das ist ein echt zäher Kampf. So, aber erstmal schalten wir den da aus. 3 Schilde, nur 2 Waffen. Zahnvorrichtung. Komm, schieß deine Rakete ab. Piu, piu. Und alles vorbei. Sehr schön. Wir hätten gern den Heavy Laser auf die Schilde. Burst Laser auf die Schilde. Hull Laser auf die Schilde. Und nur angeschlagen. Aber na gut. Dann werfen wir doch mal die Ionenbombe einfach so auf deren Waffensysteme. Daneben. Na gut, Heavy Laser auf die Schilde. Burst Laser auf die Schilde. Hull Laser auf die Schilde. Und nur ein Schuss durch. Oh, was zur Hölle ist das? Das Schildsymbol. Ah, er hat ein Level abbekommen. Sehr schön. Also unser Navigator, unser Ingenieur und unser Schildmann und der Waffenexperte sind alle auf maximaler Stufe. Gut, gut. Und der Mentes sollte auch noch mit dem anderen zusammen hier in den Bereitschaftsraum. So, und alle Waffen wieder volle Breitseite. Schild, Schild, Schild. So, jetzt kann er wenigstens nicht mehr zurückschießen. Er hat nur noch 2 Schilde. Jetzt müssten wir ganz durchkommen. Ach, nicht. Komm, Ionenbombe aufs Schild.
daneben. Aber ja, wir haben ja genug Raketen, um das einfach so mal zu verballern. Und endlich Schilde kaputt. Sehr schön. Das heißt, wir schießen, sobald es möglich ist, auf die Waffensysteme. Und damit wäre erledigt. Wir finden 63 Scrap und 3 Treibstoff, eine Drohne. Wie war es eigentlich mit den Drohnen? Haben wir 2 Stück. Einmal Defense und einmal System Repair. Ja. Wir haben jetzt 303 Scrap. Das heißt, wir könnten noch ein wenig aufstufen. Wie gesagt, es gibt nicht so viel, was Sinn macht. Das Ausweichen bringt bei der nächsten Stufe nur 3 mehr Ausweichwertung. Sauerstoff haben wir genug. Reaktor haben wir bereits auf Maximum. Ich erhöhe mal die Krankenstation, weil das fast nichts kostet. Ah, es braucht auch alles gleich Energie. Einmal Sauerstoff, einmal Türen, einmal Sensoren und einmal Pilot. So, haben wir immer noch 178. Wir haben zwar nicht für alles Energie, aber wir können halt je nach Situation die Energie umleiten. Also wenn Sauerstoff knapp wird, einfach damit schon reinpumpen oder wenn wir schnell geheilt werden müssen in die Krankenstation. Das passt schon. Also, das Flagship fliegt nach da unten, das heißt, wir wollen da hin. Wir könnten uns reparieren lassen, aber wir sind voll, also gehen wir da hin. Ich will jetzt echt möglichst schnell zu dem Flaggschiff. Oh, warum haben die schon Schaden genommen? Na gut. Ein Rebellen-Scout, der sich sofort tarnt. Warten wir kurz, bis er schießen will. Dann tarnen wir uns auch. Ich weiß, du willst schießen. Und Piu Piu. So, jetzt müssen unsere Waffen erstmal alle aufladen. Das ist ein bisschen doof. Laser wäre fertig. Der hat aber gar keine Schilde. Dann schießen wir doch gleich mal los. So. Aber das ist echt praktisch mit den neuen Scannern. Jetzt sehen wir auch, wenn die Lecks haben in deren Schiff oder wenn die Crew denn irgendwo hinläuft, dass wir auf das Feld schießen, wo die Crew hingelaufen ist. Nur hat das Schiff hier keine Crew. Komm schon, gib mir Tarnvorrichtung, genau. Achso, seine Waffen sind ja eh deaktiviert. Ja. Dann Heavy Laser auf Antrieb, Burst Laser auf Antrieb, Hull Laser auf Hull. Und kaputt. Wieder 55 Scrap. Weiter. So. Die Rebellen sind dabei, das hier zu übernehmen. Ich habe die bisher immer gemieden. Aber ich denke mal, wir können es mal riskieren, dahin zu springen, denn ich will echt ganz schnell zu dem Flaggschiff. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir jetzt gegen die Flotte kämpfen müssen und dann nicht looten können und weiterspringen. Das ist aber auch nicht wirklich schlimm, das kriegen wir schnell. Ja, gegnerische Flotte ist da. Und wir müssen fliehen, sobald wir die Chance dazu haben. Aber bis dahin können wir noch ein wenig Unruhe stiften. Und jemand will uns boarden, das geht gar nicht. So, schießen die auch gleich? Okay, die haben auch noch eine Rakete. So, Rakete ist raus. Und wir schießen auf was? Wir schießen mit unserer Ionenbombe auf deren Schilde. Warten kurz. Schilde sind angeschlagen. Heavy Laser auf Schilde, Burst Laser auf Schilde, Hull Laser auf Waffen. Wenigstens angeschlagen. Gut. Die Leute sind tot. Alles sonst okay, nichts brennt. Schilde halten. Oh, was war das? So, Waffen fertig. Schild, Schild. Mach kaputt. Ja, also wenn man später ein etwas kompliziertere Schlachten hat, ist es bestimmt interessant, hier ein bisschen mehr zu arbeiten als mit den Scannern. Zum Beispiel gibt es ja auch den Erfolg, dass man alle Leute umbringen muss und dann quasi das Schiff kapern. Dafür wird das extrem praktisch, aber ja, das muss warten. Wir schießen jetzt mit der Ionenbombe auf die Waffensysteme. Warten, bis der Heavy Laser fertig ist. Schießen mit dem Heavy Laser und dem Burst Laser wieder auf die Schilde. Und mit dem Hull Laser auf die Waffensysteme. So, und die sind alle am Flitzen. So, Heavy Laser auf die Waffen. Burst Laser auf die Waffen.
Ionbombe sparen wir uns. Der ist eh gleich kaputt. So. Achso, wir wollten ja eigentlich wegspringen, ne? Ja. So. Wir könnten jetzt hier warten, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. Oder wir springen zum Flaggschiff. Ich weiß noch nicht, ob es bis dahin dann vielleicht schon weggesprungen ist. Na gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge gucken wir, ob wir das Flaggschiff erwischt bekommen. Also bis gleich.